Was für dich besonders wichtig ist, wenn es um deinen Handwerksbetrieb geht, um die Digitalisierung geht und warum du das von der Gründung an schon beachten solltest? Ja, Digitalisierung ist ja ein Riesenwort, haben wir auch schon einige Videos drüber gemacht, auch einige Videos, die Inhalte geben, wie du halt digitalisieren kannst, was du so unternehmen kannst. Ja. Warum ist aber eigentlich Digitalisierung so wichtig? Vielleicht mal diese Grundfrage geklärt, weil das ja viele auch davon abhält, dass das Verständnis, warum es wichtig ist, überhaupt damit anzufangen. Ja. Und warum du, wenn du gerade in der Gründung bist vor allem, auch schon damit anfangen solltest. Also warum es sinnvoll ist einfach. Ja. Also Digitalisierung hat für mich mehrere Facetten. Das eine ist Übersichtlichkeit. Ja. Das andere... Hat weniger Papiermüll darum. Genau, weniger Papiermüll. Ich habe alles auf einen Blick, auch von überall aus im Idealfall, ne? Von jedem Ort aus, ob ich jetzt beim Kunden bin oder ein Monteur oder ein Kollege beim Kunden ist und wir beide irgendein Dokument brauchen. Ja, also Übersichtlichkeit ist für mich eine Facette. Erstmal, um so ein paar Sachen abzuklopfen, um die es geht. Dann klare Strukturen, ne? Eine Digitalisierung, beziehungsweise oft ist Digitalisierung ja auch einfach ein Tool oder eine Software, die man benutzt. Ja. So eine Software führt einfach pauschal, dadurch, dass so eine Software auch einem gewissen Schema folgt, führt schon mal irgendeine Struktur ein, irgendein Prozess. Dadurch hast du halt klare Strukturen. Dann, Digitalisierung bedeutet auch Automatisierungsmöglichkeiten. Das heißt, du kannst Dinge schneller machen, als du sie vielleicht ohne Digitalisierung machen könntest. Das heißt, wenn ich jetzt ein Dokument da ablege, dann soll auch zum Beispiel an meine Buchhaltung eine Nachricht kommen. Wenn der Termin morgen ansteht, dann soll der Kunde automatisch eine SMS bekommen. Ne, das heißt, du kannst in deinem Unternehmen so wie in einer Excel-Tabelle, kannst du Wenn-Dann-Verknüpfungen machen, sage ich mal, und sagen, wenn das passiert, dann will ich, dass das passiert. Ne? Und das kannst du halt mit Digitalisierung machen. So. Und einfach Effizienzsteigerung meiner Meinung nach. Einfach weil durch diese Sammlung von der Übersichtlichkeit, den klaren Strukturen und Prozessen und der Automatisierungsmöglichkeiten hast du einfach durch Digitalisierung eine Effizienzsteigerung meiner Meinung nach. Ja. So. Ja, du reduzierst halt überflüssige Kommunikation, dadurch, dass es halt einfach effizienter wird, du reduzierst Fehler. Das sind ja alles Dinge, die irgendwo darauf einwirken, dass im Endeffekt du das, was du dir kalkulierst, auch wirklich raus hast. Genau. Das, Spannende ist ja, wenn du jetzt schon einen Betrieb hast, keine Ahnung, Generationswechsel, du bist der Juniorchef und sollst den Betrieb jetzt weiterführen, dann hast du da schon mega viele in Anführungsstrichen Altlasten, die du rumschleppst, die du erstmal klarkriegen musst, du natürlich auch ein gewisses Risiko hast, dass es halt nicht mehr so gut läuft wie davor, was natürlich, wenn man ehrlich ist, eigentlich nicht passiert, weil wenn du es vernünftig machst und ein bisschen Hirnschmerz reinsteckst oder Hilfe suchst wie von unserer Seite, dann ist das kein Thema. Wir haben mehrere Betriebe schon, also Dutzende Betriebe jetzt schon begleitet dabei, auch bei dem Prozess, die zum Beispiel die Firma übernommen haben von ihrem Vater oder eben aus einer Generation davor, wo man dann natürlich da steht mit Hängeordnern, in denen die Kundeninformationen sind und so weiter und man dann sowas einführt wie eine digitale Baustellenmappe oder eben mal klare Prozesse vom Aufmaß bis zur fertigen Endabnahme beim Kunden. Und das ist natürlich am Anfang ein bisschen schwierig, weil man sich erstmal reindenken muss, aber im Endeffekt auch kein Hexenwerk, ne? Weil man guckt sich halt einfach an, wie ist der Prozess, was läuft ab, ne? Und was möchte ich, was passiert dazwischen. Ne? Ja, ich glaube, die Herausforderung für viele Juniorchefs ist halt, die spielen halt nicht, um zu gewinnen, sondern die spielen, um nicht zu verlieren. Also die haben den Betrieb beim Vater übernommen, der hat seit 40 Jahren gut gemanagt, hat jedes Jahr seinen gewissen Gewinn rausgeholt, wenn auch vielleicht weniger als möglich wäre. Aber letzten Endes haben die auch vielleicht ein bisschen Angst, irgendwas kaputt zu machen, was er davor halt richtig gemacht hat. Ja. Und es ist halt viel einfacher, wenn ich gerade neu gegründet habe, zu sagen, yo, ich mache es jetzt direkt richtig, weil ich habe noch nichts, was kaputt gehen kann, weil ich nichts habe. Ich mache das Ganze auf einem blanken Blatt Papier quasi. Ja. Und für die Leute ist es natürlich eine Pflicht, das jetzt direkt zu machen. Und die anderen müssen halt für sich mental einfach klar werden, dass sie gerade viel mehr Geld liegen lassen, als am Ende Schaden entstehen kann tatsächlich, wenn es halt nicht so nötig macht. Also das merke ich halt, dass viele das halt wirklich abhält. Diese Angst davor, ich habe ja schon was, das funktioniert und da ist der Gute in dem Fall der Feind des Besseren einfach. Ja, das ist, ich finde, das ist auch ein berechtigter Einwand, wenn man jetzt nicht weiß, was man tut. Genau, wenn man nicht weiß, was man tut, wenn man erstmal jugendforschungsmäßig macht, dann die Leute irgendwie hin und her scheucht, und die Mitarbeiter sind schuld, wenn es nicht klappt oder so, dann ist halt schwierig. Dann kann es auch sein, dass ein Betrieb da auseinanderfällt. Wie gesagt, nur es müsste keiner diesen Risiko sich aussetzen, tatsächlich. Ja, wie gesagt, Digitalisierung, da führt halt eigentlich kein Weg dran vorbei. Du wirst das merken, wenn du jetzt noch irgendwie mit Mappen und so weiter arbeitest, dass es immer wieder Probleme gibt. Der Kunde hat irgendwie eine Rückfrage oder so. Da musst du dann einfach jetzt mal rangehen. Ne? Klar, das ist eine gewisse Herausforderung. Du musst ja auch erstmal eine Übersicht schaffen, aber wir können da auch gerne mal als Sparringspartner mit draufschauen und dich da unterstützen. Also wenn du da Interesse hast, wenn du sagst selber, ich habe da Bedarf oder ich habe da
Notwendigkeit, dann melde dich auch einfach gerne mal bei uns, können wir auch gerne mal mit drauf schauen. Ja, genau. Und da weißt du dann auf jeden Fall, das, was am anderen Hand und Fuß, das wurde schon bei anderen eingesetzt, funktioniert bei anderen schon. Ja. Und dann hast du da auch kein Risiko. Aber wie gesagt, Digitalisierung ist wichtig, solltest du machen, du wirst irgendwann nicht mehr marktfähig sein, weil die anderen werden es mittelfristig machen. Jeder, das macht halt einfach einen Marktvorteil. Der hat mehr Marge an seinen Aufträgen, kann mehr Fehler im Zweifel dahinter machen, hat bessere Einkaufskonditionen, kann mehr Preis nachlassen, wenn er möchte. Ja. Ja, sind viele Vorteile. Gut, in dem Sinne, lass gerne einen Daumen nach oben da, wenn dir das Ganze gefallen hat. Gib dem Kanal auf jeden Fall ein Abo, damit du nichts mehr verpasst in Zukunft. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.